Ich kam 1938 nach Tyneford. Ich musste meine Familie und mein wunderbares Leben in Wien hinter mir lassen und Hausmädchen werden. Anfangs kam ich nicht zurecht und lernte mich zu verstecken. Ich versteckte die Perlen meiner Mutter in einer Schublade und den Roman meines Vaters in einer Viola. Ich versteckte das Mädchen, das ich eigentlich war, und wurde jemand anders, weil sich die Welt veränderte und ich mich mit ihr verändern musste. Aber Tyneford besitzt etwas Magisches. Und dort lernte ich auch, dass man mehr als nur ein Leben leben kann. Und dass man mehr als einmal lieben kann.